Hallo Freunde, und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ich habe den Raum hier unten, das Waffenlager, fast fertig. Da muss noch ein bisschen was auskommen. Da war so viel Dumpstone dabei, dass ich natürlich mittlerweile alles Mögliche immer wieder neu aufgeben musste und dabei vergessen habe, die Wände dazwischen stehen zu lassen. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Außerdem ist die Falle hier fast fertig. Es sind auch noch ein paar andere Sachen passiert. Zum einen ist hier jemand Engraver geworden, was natürlich super ist. Dann will ich gleich mal gucken, was der denn als Engraver so kann. Also, seine Werte sind Talented Engraver, das ist doch okay. Und Serkuran ist mittlerweile Farmer geworden. Na, dann brauche ich natürlich hier gucken. Ist mittlerweile Skilled Grower. Das sieht also auch ganz gut. Außerdem, was ein bisschen lästig ist, haben wir eine Unmenge an neuen Hühnchen bekommen. Was darauf schließen lässt, dass unsere Zwerge nicht damit zurechtkommen, hier oben alles abzubauen. Und die logische Schluss daraus ist, dass wir hier oben zu viel haben. Und dafür muss jetzt einfach mal Abhilfe geschafft werden. Da, das suche ich. Und zwar werden jetzt Hennen geschlachtet. Nein, dich hatten wir ja schon. Du wirst ausgewählt. Du bist noch ein Chick. Ein Chick wird nicht geschlachtet. Außerdem können ein paar Roster geschlachtet werden. Und du gehörst jemandem, dich können wir nicht schlachten. Duck behalten wir nochmal. Henne wird geschlachtet. Henne wird geschlachtet. Da haben wir noch eine Henne zum Schlachten. Sehr schön. Was bist du? Ach, du hast jemanden. Das heißt, dich brauchen wir nicht schlachten. Aber hier haben wir noch was zum Schlachten. Ich bin da jetzt ein bisschen radikal und nehme da reichlich, denn wir haben ja in letzter Zeit viel Essen gehabt. Und wenn wir die Hühner schlachten, gibt uns das auch nochmal mehr. Wir können ja, solange wir die noch ein paar haben, jederzeit welche nachzüchten, aber bevor uns das hinter viel zu viele werden und uns das komplett über den Kopf wächst, will ich da lieber mehr umbringen, als dass wir dahinter darunter leiden, dass wir da viel zu viele von haben. So, ich hoffe, das genügt jetzt. Ja, unsere Zwerge verteilen ihre Arbeit jetzt natürlich wieder, was ein bisschen doof ist, aber kann man nichts machen. Also unsere Minenzwerge, das hier wird nur noch ein bisschen dauern. Und uns ist das Lignite ausgegangen. Das ist richtig ärgerlich. Denn das heißt, wir müssen alles, was wir hier so an Repeat-Aufträgen drin haben, natürlich rausnehmen. Wobei es vor allen Dingen um die Metalle geht. Das Coke von Ignite wird ja automatisch gecancelt. Wir lassen die einzelnen Aufträge mal alle noch fertig werden. Aber das war's dann auch. Und machen dann erstmal mit Bismuth und Kohle weiter und können uns dann erstmal wieder ein Lager an Kohle anbauen. Wir haben in letzter Zeit ja sehr viel geschmiedet, das heißt, eigentlich sind wir da momentan ganz gut bestückt. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Ja, und das wird natürlich noch weiter abgebrochen. Das Ausgraben hier funktioniert scheinbar ganz gut. Ich werde dann da aber auch Wasser reinleiten müssen, was ein bisschen ärgerlich ist, denn sonst wird der Fußboden wohl kaum besser. Und warum auch immer er hier den Channel abgebrochen hat. Naja, was soll's. Dumm. Ah, unsere Fallen sind fertig. Das ist der Hauptpunkt, worauf ich gewartet habe. Denn jetzt bewegen wir hier beide Schalter und sagen sicherheitshalber unserem Militärsquad, dass sie sich schon mal hierhin bewegen sollen. Im Zweifelsfall kommt es dann nämlich zum Kampf, wenn wir Pech haben. Aber erst einmal möchten wir natürlich alle in unsere Fallen reinlocken. Wobei, er braucht noch, um die Falle zu laden. Okay, aber damit dürfte er schnell genug sein. Aber wir haben schon wieder neue Hühnchen bekommen. Boah. Gut. Wird das gut, wenn wir die hier alle umgebracht haben? Oh Mann. Das war wahrscheinlich ein bisschen viel Tiere, die ich mir habe züchten lassen. Ich glaube, da wir so viel haben, gehe ich einfach mal hin und schlachte noch mehr, wenn ich das, wenn sich das irgendwie machen lässt, weil ich hier noch mehr finde zum Schlachten. Ja, dich können wir noch schlachten. Ein bisschen Hühnchen behalte ich erstmal. Die sollen dann in Ruhe auswachsen. Ein Roster, zumindest einen Hahn müssen wir auch behalten.
Da ist noch eine Henne. Machen wir jetzt mit den Hennen mal ein bisschen kurzen Prozess. Mit dem Hahn nicht, davon haben wir sonst einen Meter viel zu viel Fleisch. Ja, hier mal mit Dinge, die ich mal gehört habe, können wir nicht schlachten, also wollen wir nicht schlachten. So, ich glaube, mittlerweile müssten wir so ziemlich alle haben. Eine Ente können wir auch mal schlachten. Man weiß ja nie, wie viele wir da noch bekommen. Dann ist ausgewählt. So, ich hoffe, dass wir die jetzt die meisten erwischt haben. Wenn nicht, kann ich da leider auch nicht viel machen, aber ach, noch mehr. Würde mich doch wahnsinnig machen, oder? Dann können wir, sobald die Hühnchen erwachsen geworden sind, da auch schon wieder gleich richtig viele von umbringen. Sonst wird das viel zu viel. So. Die Mauer ist unten. Ich hoffe, er kommt da. Die Brücke, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, ist unten. Ich hoffe, er kommt da jetzt schnell genug weg, wenn das fertig ist. Und was auch so immer du machst. Felltree, das ist natürlich ein Problem. Wir sollten unsere Leute wieder auf den Alert setzen. Und sollten uns hinstellen und sollten natürlich in diese Burrow den Bereich hier mit reinnehmen. Wenn der ungefährlich ist, ist das ja kein Problem. Ansonsten haben unsere Minenarbeiter hier natürlich auch nichts zu tun. Wo ist denn hier vorbei? Ach, das muss natürlich auch alles noch mit rein. Ja, ich sehe meinen Fehler ein. Jetzt sollte es aber eigentlich ein Bett, muss es dann hier nochmal natürlich nochmal neu gebaut werden. Hier liegt auch schon das erste Essen zumindest drin. Ja, und irgendwas ist jetzt natürlich mal wieder nicht erreichbar, das war klar. Aber was will man machen? Dafür gucken wir mal, wo unsere Feinde bleiben. Dann kann die Action hier nämlich beginnen. Da. Machen sie jetzt gerade auf dem Weg zu uns, denke ich mal. Ja, setzen sich hier langsam in Bewegung. Da oben sind sie. Ja, die ganzen Sachen, solange sie da nichts. Ach, schon wieder Hühnchen. Boah. Ja, Feltree gibt es jetzt halt nicht. Sollte mich hinstellen und die Hühnchen irgendwo alle draußen auf einen Platz sperren. Und immerhin dann Feinde kommen, sind die so lange damit beschäftigt, die Hühnchen abzuschlachten, dass uns nichts passiert. Das wäre eigentlich mal eine ganz entspannte Sache. Weil es wahrscheinlich für meinen Rechner nicht das Beste wäre, wenn er die ganze Zeit irgendwelche Hühnchen mitberechnen muss. Was alles cleared, noch mehr Chickens sind das. Habe ich jetzt schon alle oder nicht? Da jetzt noch mehr. Nein, zum Glück momentan nicht. Hoffen wir, dass die mit dem Abschlachten schnell genug hinterherkommen, sonst haben wir einfach ein Problem. Wo sind die Feinde jetzt gerade? Das heißt, die brauchen noch ein kleines bisschen, bis wir hier sind, was prinzipiell für uns nicht schlecht ist. Dann können unsere Leute sich in der Zeit hier in Ruhe die Sachen zusammensuchen. Das ist fertig. Sehr gut. Damit dürften wir echt alle. Es waren doch fünf, oder habe ich mich da jetzt verguckt gehabt? Und wir haben hier sechs, dann hätten wir ein Problem. Nein, es sind fünf. Sehr gut. Dann können die sich nämlich hinstellen und da. Hoffentlich landet jeder in der Falle, müsste aber eigentlich. Und vielleicht wird auch vorher noch jemand hier von so einer Steinfalle erschlagen. Bewegt sich denn darum? In der, okay. Es ist ein Hirsch, glaube ich. Oder eine Hirschkuh. Aber ich glaube, es müsste ein Hirsch sein. Aber brauchen die lange? Können wir währenddessen nochmal bei unseren Grabezwergen gucken. Bis die Feinde da bei uns angekommen sind. Das dauert wohl noch.
Tja, jetzt bin ich auch schon wieder so ruhig, weil ich gerade warte darauf, was hier passiert. Alte Hexer will, ja, das wird auch noch ein bisschen so bleiben, Pappnase. Gewöhn dich da dran. Und hier kommen sie. Wenn wir die gefangen haben, können wir uns dann noch etwas Lustiges überlegen, was wir mit denen machen. Zum Beispiel, welche Punkte bauen, wo wir sie einsperren und sie dann sterben. Das wäre eigentlich ganz lustig. Können ja ein Goblin-Aussiedlungsgebiet bauen, wo die Goblins dann hin ausgesiedelt werden und da in Ruhe leben können, ohne dass eigentlich jemand von uns jemals wieder mit ihnen zu tun haben wird. Und da kommen die ersten. Sehr schön. Und der Pikenmann geht voran und löst hoffentlich noch ein paar Fallen aus. Ein bisschen was ist da ja noch. Ich weiß, das wird dann jetzt ein bisschen riskant mit den Käfigen, aber ich mag das halt probieren. Sieht bei dir gesundheitstechnisch aus, ein bisschen an den Körperteilen verletzt, aber nichts Wildes. Hier ist auch gerade keiner unterwegs. Gut, hier sind sie unterwegs und tragen irgendwelche Steine weg. Habe ich die hier zum Dumpen aufgegeben oder was? Ja. Ich glaube, das cancel ich erstmal wieder. Nein, das war das Remove Dump. Denn sonst sind die dann einfach zu lange beschäftigt hier oben. Ich glaube, wir haben noch genug andere Sachen, die gedumpt werden müssen. Lassen wir die Fläche erstmal ungenutzt brach liegen. So, und jetzt. Kommt schneller, Jungs. Kommt schneller. Bring it on. Ich will sehen, was ihr hier könnt, beziehungsweise was unsere Fallen können. Denn tendenziell kann man in der Käfigfalle eigentlich alles fangen. Und von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass wir die gefangen bekommen. Wenn wir sie nicht gefangen bekommen, haben wir wahrscheinlich ein Problem, denn unsere Kampfzwerge werden da nicht so viel gegen die unternehmen können. Aber eigentlich müsst ihr fangen. Was ich finde ich auch recht witzig, selbst Drachen sind in diesem Spiel nur so groß wie ein Zwerg von der Fläche, die sie einnehmen, also ein Kästchen. Und dementsprechend kann man sich auch Drachen in Käfige fangen. Warum auch immer sowas möglich ist. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn ich dann auf die neue Version umgestiegen bin, uns ein paar Werwölfe zu fangen. Dann können wir Werwölfe und Goblins auf einer irgendwo eine Fläche vorbereiten, die zusammen aussetzen und gucken, wer überlebt. Ja, und das erste Hühnchen wurde geschlachtet. So ist es brav. Na komm, put, 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 komm, Goblin, put, 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 put. Dessen sieht man hier wie immer noch schön nebenbei, wie weit unsere Zwerge damit arbeiten sind. Und unser Raum hier ist fertig. Das heißt, ich werde das mal kurz pausieren und kann hier einen Weapon Stockpile machen. Wie teile ich das denn ein? Ich glaube, ich mache das einmal so. So, dann darf ich hier nicht vergessen, dass das ganze Kram auch rauskommt. Und dann noch. Dann nochmal, und zwar diesmal für Armor. Machen wir hier hin? Nein, machen wir nicht ganz dahin. Beginnt hier. Und dann gibt es noch einen für also Munition. Den machen wir dann hier hin. Nutzen wir die Fläche da drin nicht optimal aus, oder haben wir noch ein bisschen Möglichkeit, hinter was nachzuholen? Und haben erstmal Fläche, in denen wir Dinge lagern können und können hier auch. Bins sind erlaubt, optimal. Dann kann nämlich Sachen auch in Kisten gelagert werden da drin. Und der erste Goblin, na, komm. Flop, der erste ist in dem Käfig. Sehr schön. Und der zweite ist in dem Käfig. Jetzt bleibt er stehen, oder was? Hallo, das Spiel geht noch weiter. Hallo, Goblin. Put, 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 put. Sag nicht, der bleibt stehen, nur weil da zwei Leute in einem Käfig sitzen. Herr Goblin Cage Copper. Hallo. Hallo. Ich will mein Militär da jetzt nicht hinbewegen, um die da zu bringen, sich da wegzubewegen. Denn das wird nur dafür sorgen, dass unser Militär angegriffen wird, wobei wir können ein bisschen was probieren, auch wenn ich damit jetzt natürlich ein Risiko eingehe, aber indem wir uns ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Vielleicht können wir sie damit anlocken und dazu bringen, mit uns zu kämpfen.
Genau der richtige Moment, damit man mit mir darüber reden kann, was wir für den nächsten Winter wollen. Genau, Jungs. Okay, das ist der Grund, weswegen wir uns jetzt wieder zurückbewegen. Halt. Nein. Wobei, ich kriege die da jetzt, glaube ich, nur mit einem kleinen Trick weg. Pausieren. Und zwar, indem wir hier sagen, wo mache ich das denn nochmal? Wie setze ich die nachher genau? Inaktiv. Dann werdet ihr nämlich, glaube ich, wieder zu normalen Leuten und müsstet eigentlich wegrennen. Müsstet ihr. Hoffentlich. Wenn nicht, kämpfen sie da jetzt weiter. Dann haben wir gleich drei Zwerge weniger. Und das war zu riskant von mir. Das wäre natürlich, ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und wir haben das ein bisschen von Cole gefunden, da immerhin. Und irgendjemand wurde ein Ex-Draft, genau in diesem Moment. Na toll. Da ist jemand tot und das sind scheinbar nicht wir. Dann wolltest du das Ganze mal für einen heroischen Angriff? Vielleicht funktioniert das, was ich vorhatte, ja doch. Attack? Nein, wo war denn jetzt die Attack? Da. Chaka. Oh, alle Mann auf sie. Mal sehen, ob es gut geht. Zumindest stehen noch Zwerge da. Es wurde noch nicht gemeldet, dass. Ja, Falle kann noch nicht geladen, weil 55 noch leben uns alle unsere Zwerge. Ich weiß noch nicht wo. Da. Extreme Pain ist natürlich nicht so schön. Dann wird uns der wahrscheinlich noch im Nachhinein wegsterben. Und da unten rennt der erste Feind weg. Und killt doch erstmal. Und wo war doch hier noch ein Goblin? Geht doch mal auf erstmal auf den. Lass den da unten durch halt kommen. Damit kann ich vollkommen leben. Und da rennt der weg. Den haben sie ja ganz gut zugesetzt mittlerweile. Ohne so viel weitere Verletzungen. Aber wir müssen uns währenddessen mal kurz. Eine Hospital Zone machen. Auch wenn die noch nicht wirklich toll wird, aber. Ja, Betten haben wir nicht, Tische haben wir nicht. Fiber Thread. Soll erstmal die Sachen, an Sachen, die hinkommen sollen, werden erstmal hochgesetzt. Was sie daraus dann machen, müssen sie selber sehen. So, und dann sagen wir hier nämlich Build Betten. Baut uns da schon mal zumindest zwei Betten rein. Und Zweifelsfall Zwerge, die verletzt werden, da oben schon mal dahinlegen kann. Schade, dass, warum auch immer die da stehen geblieben sind, sobald die Käfige beladen waren, weil eigentlich hätten da in dem Moment dann natürlich die Käfige zuschnappen müssen. Vor allem, wir haben hier jetzt noch zwei. Ja, das ist ein Draft Cage. Ja, super. Ich glaube, ich lache ihn einfach nur aus. Haben wir überhaupt noch Mechanics? Das ist die interessante Frage. Wobei, muss der ja vielleicht gar nicht. Wir haben dort ja noch einen Schalter. Das heißt, wir können hier jetzt sagen: Oh Gott, wo fand man denn Cage genau? Und zwar den Dwarf Cage. Bau unseren Zwerg da mal wieder raus, der sich da netterweise hat gefangen nehmen lassen im eigenen Käfig. Und jetzt haut diesen scheiß Goblin hier doch mal tot. Oder der rennt uns doch noch eine Falle rein. Das wäre natürlich auch gut. Ja, Hammer. Sehr schön. Wie sieht es mit den Invaders jetzt aus? Wild Animal, Invader. Einer ist noch da und der scheint wegzurennen. Sehr gut. Das heißt, wir können hier. Cancel Order, das ist gut. Dann dürften wir nämlich wieder zurück zum Training gehen. Ja, hier ist ein riesiges Blutbad und wahrscheinlich ein verwundeter Zwerg, ja, ein bewusstloser Axtzwerg, was natürlich richtig, richtig ärgerlich ist. Er wird ja durch das Kämpfen schon besser und dann wird er so schwer verwundet und keiner weiß, was er mit dem machen soll. Und wir haben, glaube ich, noch nicht mal mehr einen Chief Medical Draft an dieser Stelle. Deswegen einfach mal kurz angucken, ob da nicht noch irgendjemand über euch ist, genau hier. Was war denn deine Aufgabe?
Und du wurdest Engineer und Dinge, die wir dir alle wieder wegnehmen. So, wenn ich als Engineer gut bin, dann dachte, dafür kriegst du die komplette Healthcare. Und ich glaube, Cleaning nehmen wir dir auch weg. Und machen dich auch mal gleich zum Chief Medical Draft. Dann werde ich finden. Ja, toll. Da. Surgeon, das klingt richtig. Damit bist du der Chief Medical Draft. Jetzt kümmere dich um unseren Verletzten, bitte. Währenddessen können wir uns schon mal hinstellen und die. Nein, jetzt muss ich langsam wieder die richtigen Tastenkombinationen drauf bekommen. Nein, das wollte ich auch nicht. Da wollte ich hin. Die Zivilisten setzen wir wieder auf inaktiv. Dann können die sich nämlich wieder auf ihr Zeug kümmern. Da ist zwar noch ein Goblin unterwegs, aber solange der wegrennt, ist das erstmal okay. Und wir brauchen hier unten ganz dringend eine Brücke. Nein, falsche Taste. So. Wird da gebaut? Soll mir erstmal reichen. So. Ja, und unser Kollege bleibt da erstmal verwundet liegen. Die Käfige werden da wieder bestückt und ich denke, die fallen hier unten auch. Da kann ich hier erstmal wieder ein paar Hunde dran setzen und auch sicher einfach noch mittlerweile Hunde, oder? Oder wir setzen einfach ein Hühnchen dran. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Papi, das sieht doch gut aus. Wobei Papi ist ein Welpe erstmal, aber das kann ich auch leben. Ganz viele Hühnchen, meine Fresse. Oh, da oben haben wir sogar noch Dogs. Dann machen wir das hier oben auch anders. Dann nehmen wir hier nämlich den Hund aus dem Käfig dran. Den wir da einfach noch haben. Genau. So. Stray Dog. Stray Dog klingt gut. Was macht unser Surgeon gerade? On Break. Nein, doch nicht jetzt. Ja, und er kann. Cannot follow order. Bist du etwa der Verletzte? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Nein, unserem Radescha geht's noch gut. Und ihr seid aktiv und habt eigentlich gerade keine Orders. Das heißt, eigentlich müsste der da auch gleich wieder rauskommen. Warum auch immer. Ja, da jetzt so Probleme hat. Ah, er bewegt sich jetzt auch schon wieder weg. Er geht jetzt erstmal ein Trinken. Das kann ich verstehen. Er ist Doubling X-Draft. Bist du hier schon besser gewesen? Ja, was ist nämlich jetzt Novice X-Draft geworden? Und scheinbar. Recover Wound. Der hilft ihm dabei netterweise scheinbar. Der Urius McWoody. Sehr charmanter Typ. Rettet hier mal wieder den Tag. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt die Aufgaben erfährt. Ja, er hatte Healthcare hier noch ein bisschen was drin. Das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich unten dahin gebracht und dann hoffentlich mit Wasser versorgt. Da wurde mir auch noch zum Brunnen was gesagt, dass ich den hochziehen kann. Das wäre natürlich eigentlich auch noch denkbar. Wo hatte ich denn den gebaut? Das Problem war, glaube ich, dass ich den so irre weit unten gebaut habe. Wenn ich den natürlich auf eine Taste gelegt. Ja, hier unten hatten wir den. Und damit kann ich den nicht vernünftig hochbauen, denn dann würde ich hier auf unserem Weg durchkommen. Das wäre irgendwie alles nicht so cool. Dann können wir eher versuchen, uns hier oben noch mal einzubauen. Das war ja sowieso einfach mal angedacht. Sagt ihr, ihr grabt gerade wieder, ihr kümmert euch weiter ums Krankenhaus, aber hin. Dann wird unser MacMoody wahrscheinlich momentan noch nicht mehr ins Krankenhaus gebracht, sondern erstmal in den Schlafsaal oder in sein Zimmer. Wenn nicht unser MacMoody, unser X-Draft. Und ich glaube, vor lauter Spannung habe ich mittlerweile den Part ein bisschen überzogen. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal wieder, Freunde. Das heißt, Let's Play Draft Fortress und wo wir die Goblins dann endlich losgeworden sind. Bis dann, Leute, macht's gut.